Der nächste Redner ist bereits Sprecher für Studenten und Schüler im ÖVP-Parlamentsclub, Nico Machetti. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzter Herr Minister, ich finde, wir sollten ein bisschen darauf achten, welche Worte wir wählen, weil ich glaube nicht, wenn man besonders unfreundlich ist, dass man dann kämpferischer wirkt oder wenn man irgendwie lauter ist, dass man mehr Recht hat. Und wenn man sich hier hinstellt und meint, die Bundesregierung hätte irgendeine Art der Freude, Kinder einzusperren, wegzusperren, dann möchte ich echt sagen, so zu tun, als wären wir irgendwelche Sadisten, die Freude hätten, junge Menschen irgendwie Schaden zuzuteilen. Es ist wirklich geschmacklos und, lieber Kollege Schetti, Würde ist mehr als ein Konjunktiv. Wir haben jetzt ja viel über Zahlen diskutiert, viele Zahlen gehört, aber ich finde, eindimensional auf Beträge zu starren, ist ein bisschen zu wenig. Es geht ja nicht nur darum, was wir oben reinschütten, sondern es geht auch darum, was kommt wirklich für ein Output auch unten raus. Und ich möchte zwei konkrete Projekte benennen, wo ich glaube, dass wir nicht nur genug Geld zur Verfügung stellen, sondern es auch richtig einsetzen. Das eine davon ist der 8-Punkte-Plan für digitalen Unterricht. 56 Millionen Euro geben wir da jetzt in diesem Budget aus. Und wir haben nicht nur gesagt, da Schulen, ihr habt Geld und da habt ihr die Geräte, sondern wir haben die Schulen aufgefordert, Konzepte einzureichen, was macht sie eigentlich im Unterricht mit diesen Geräten. Und nur wenn man das gemacht hat, hat man auch das Geld und die Geräte bekommen, was ich sehr sinnvoll halte. Begleitet haben wir diese Maßnahme auch noch vom Pflichtfach digitale Grundbildung, weil das natürlich die Grundvoraussetzung ist, um ein Gerät auch irgendwo richtig zu bedienen. Dafür haben wir 150 Planstellen bereitgestellt. Ich glaube, das ist ein rundes Paket mit genug Ressourcen und einer guten Idee dahinter. Das möchte ich positiv hervorheben. Ein zweites Projekt ist aus dem Regierungsprogramm, das Projekt 100 Schulen. Da geht es ja darum, dass wir Brennpunktschulen wirklich gezielt unterstützen und auch nicht mit der Gießkanne einfach nur Geld hineinwerfen ins System, sondern es geht auch darum, dass wir hier gezielt auf Basis von Indikatoren wirklich zielgerichtet Schulen, die es besonders schwierig haben, besonders soziale Probleme haben, mehr Mittel zur Verfügung stellen. Finde ich auch ein gutes Konzept. Und wie gesagt, es geht nicht nur darum, mehr Geld in ein System hineinzuwerfen, sondern es geht auch darum, das System zu verbessern. Und ich glaube, diese 10 Milliarden Euro fürs Bildungsbudget sind nicht nur ein Batzen Geld, sondern es ist auch wirklich ein gutes System, wo sich die Euros, die wir da hinein lernen, auch auszahlen. Und insofern eine gute Sache, wo wir, glaube ich, auch zufrieden sein können, wie die Verhandlungen verlaufen sind. Nächste Rednerin, Fahrtgeordnete. Mit dem Bildungsbudget 2022 können wir wichtige neue Projekte wie den 8-Punkte-Plan für den digitalen Unterricht umsetzen, betont Nico Machetti von der ÖVP.